Ich weiß also sowohl aus dem Internet als auch von einigen renommierten YouTubern, Firmen und so weiter und so fort, dass es Mittel gibt, die bestimmte Materialien angreifen und in der Lage sind, diese zu zerstören. Der liebe Gutzi Schrauber hat das recht gut ausgesagt, indem er gesagt hat, das dauert zwei. Wenn ich meinen Versuch, den ich da gemacht habe, übertrage auf die Sachen, die ich am Motorrad so mache, dauert das 288 Jahre, bis das Ganze so ist. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Aussage war, das stört mich nicht und so weiter und so fort. Das mag alles richtig sein. Ja. Nur wird immer wieder vergessen, dass ein Versuch, ein Laborversuch kilometerweit von der Realität entfernt ist. Dieselskandal. Im Labor, auf dem Prüfstand, alles tipptopp. Und dann geht es in die Realität raus. Ja, und es ist plötzlich ganz anders. Und das verhält sich doch zum Teufel nochmal beim Motorrad oder beim Auto genauso. Ja. Ich arbeite das Mittel, egal welches Mittel, arbeite ich bei einer, ich nehme ein Tuch, ich nehme WD-40 und dann fange ich an hier zu reiben. Ich arbeite dieses Mittel ja in das Material rein. Und dann kann ich nachher mit einem trockenen Fetzen das Ding draußen 25.000 Mal abreiben, das Material, das WD-40. Ich nehme jetzt WD-40 als Beispiel, das WD-40 ist ins Material eingedrungen und da ist es drin. Ja, so. Wenn ich weiß, dass WD-40 dem Kunststoff Weichmacher entzieht, warum verwende ich es dann? Wenn ich weiß, ich habe hier an meiner Sitzbank als Beispiel eine Optik, die so aussieht, als ob sie gerade aus der Kloake kommt, frage ich mich, warum ist das so? Die Antwort ist ganz einfach, die Pflege, worauf es ja drauf ankommt, hat ganz einfach nicht stattgefunden. Faktum, aus Feierabend. Habe ich eine Windschutzscheibe, an der Fliegen kleben, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich fahre ein halbes Jahr mit der versifften Scheibe rum, muss ich euch ganz ehrlich sagen, stört es mich auch nicht, wenn da nachher Kratzer drin sind. Ja. Oder ich habe die Scheibe so gepflegt und geschützt, dass der Fliegendreck relativ leicht runtergeht. Ja. Was nehme ich? Ich nehme eine ganz einfache... Das habe ich schon hier bereitgelegt. Procycle Polierwachs. Kommen wir mal zu einer Reinigung. So, die Scheibe ist da. Die Scheibe habe ich. Ich habe mein Motorrad gewaschen. Ich habe diesen ganzen Bereich mit Insektenentferner ebenfalls eingesprüht und abgesprüht. Ich habe jetzt hier noch Reste von Fliegendreck. Auf der Scheibe habe ich keine Reste von Fliegendreck, weil ich die sauber gemacht habe, als ich ja vorhatte, auf das Harley-Treffen zu fahren. Ich nehme mir ein relativ sauberes Mikrofasertuch, dann sprühe ich hier das Polierwachs auf und warte ein paar Sekunden, so gut es halt geht. So. Und dann fange ich mal an, das ganze Ding hier einzureiben. Ja? Und ich habe einen Finger. So. Und dann reibe ich das hier so. Nicht stark aufdrücken, einfach nur, ich könnte das auch so machen. Ja? So. 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 Jetzt habe ich hier einen Fliegenschiss. Ja? Jetzt reibe ich den Fliegenschiss einfach so weg. So. Und da oben habe ich einen Fliegenschiss, den reibe ich da weg. Ich mache das mit einem Finger. Das letzte Mal wurde die Maschine, die wurde so abgestellt, Harley-Treffen, vor anderthalb Monaten. Und der Fliegenschiss ist garantiert von der ersten Ausfahrt. So, und dann poliere ich das ab. Ganz normal abpolieren. So. Warum habe ich das jetzt so leicht wegbekommen? Machen wir das auf der anderen Seite. Das hier, das ist kein Fliegendreck, das ist ein Kratzer, da bin ich mal hängen geblieben. Am Garagentor. So, gehen wir auf die andere Seite. So,
Hier habe ich jetzt diese zwei Fliegenschisse. Ich nehme mein, weil es halt gerade Chrom ist, aber ich, warten wir mal ab. Das sprühe ich jetzt hier auf. Lass das ganz kurz einwirken. Und werde mich vielleicht meiner Brille annehmen. Die Kamera wackelt, weil hier der Boden etwas, ja, ja, ist halt ein Boden. So, und dann poliere ich das hier weg. Seht ihr das? So. So, lala. Da auch. Seht ihr, dass sich das Motorrad bewegt, dass der Spiegel sich bewegt? Ja? Wenn ich jetzt reiben müsste, das würdet ihr schon sehen. Alleine schon vom Druck her und vom Geräusch her. So, das ist jetzt nur ein Beispiel. So. Und so entfernt man Schmutz. Warum ist das so? Warum kann ich an dieser Scheibe meine Fliegen, Scheiße und so weiter und so fort, die ja auch immer wieder mal drauf bleibt und nicht weggewischt wird, warum kann ich die so einfach entfernen? Ganz einfach. Polierwachs, einigermaßen sauberes Mikrofasertuch, an dem natürlich keine harten Gegenstände hängen sollten. Weil da bringt selbst das beste Mittel nichts und man zieht sich in seine Scheibe Kratzer. Ja? Und dann wische ich hier nur ganz sanft drüber und habe meine Fliegenscheiße einfach runterpoliert. Ja? Da brauche ich eigentlich gar keine Politur, das mache ich mit Insektenentferner aufsprühen und dann geht es runter und danach wird die Scheibe poliert. So, und dann einen sauberen Fetzen, ist der Tankdeckel zu, ja, da wackelt jetzt die Maschine schon etwas mehr. So, und dann sehen Sie ganzen, dann ist die ganzen Fliegenkacke weg, kratzfrei. Und da kommt jetzt die Fliege drauf. Dadurch, dass die Scheibe versiegelt ist, dadurch, dass meine Spiegel versiegelt sind, gepflegt sind, geschützt sind, dass meine Scheinwerfergläser geschützt sind, weil die Maschine poliert wurde, weil sie einen Schutzüberzug bekommen hat, geht das ganze Zeug so leicht weg. Und das ist, was ich meine. Ich habe hier an der Sitzbank Dreck hängen. Ja? Schaut euch das an von der Katze. Da werde ich jetzt mal geschwind rabiat vorgehen und werde den Dreck da mal rauspusten mit Druckluft. So, Achtung, es wird geschwind laut. So, Fall erledigt. Jetzt ist dieser grobe Schmutz da raus. So. Das hier ist eine Kunstledersitzbank. Woran erkennt man denn eine Kunstledersitzbank? Eine Kunstledersitzbank erkennt man, wenn sie hinten so aussieht. So. Ja? Und echtes Leder erkennt man daran, dass es so aussieht. Ich nehme da mal ein Muster. Frauchen mag mir vergeben, dass ich hier jetzt hier so einen Zumpel abschneide. Aber die sind eh unterschiedlich lang. Und von hinten sieht das Teil hier so aus, wie es hier unten auf dem Boden jetzt irgendwo liegt. Mist. Wo ist das Ding hingeflogen? Ah, verdammte Anden. Da will man einmal was zeigen und hat sich relativ vorbereitet. Und dann fällt einem das Ding hier auf den Boden. So. Rückseite, Vorderseite. Das ganze Ding ist aus Leder. Da ist nichts anderes dran. Das ist hier bei den Satteltaschen genau das gleiche. Da ist hinten kein solches weißes Zeug.
Kunstleder. Seht ihr das? Echtes Lederstück. Seht ihr das? Kein Rauch. Jetzt schon. Aber das Verbrennen von dem Ganzen findet ganz anders statt. Und es ist auch der Guzzi-Schrauber, der lieber Herbie, der Gute, der hat es ja richtig schön gezeigt. So. Kunstledersitzbank. Was tue ich da damit? Mit dieser Kunstledersitzbank mache ich genau das hier. Ist ein 100 Sitzbankpflege. Aufsprühen. Und vor allen Dingen das möchte man ablecken, liebe Leute. Das möchte man ablecken. Da nehme ich mir einen sauberen Fetzen. In meinem Fall, wie immer, ein Mikrofasertuch, das Gute. Und dann wird hier gewischt. So. Einfach einreiben. Ihr werdet jetzt gleich was Erstaunliches feststellen. Schade, ich hätte ein weißes nehmen sollen. Das war's. Nehme ich ein weißes Tuch. Boah, das Zeug. So, jetzt mögen sich manche fragen, was hat das jetzt zu bedeuten? Das Ganze hat zu bedeuten, dass meine Materialien, die verbaut sind, und dass meine Materialien, die ich am Körper trage, von mir regelmäßig gepflegt und geschützt werden. Ich brauche gar nicht irgendwelche Scheuermittel, irgendwelche Bürsten, um, hier ist ein angenommener weißer Fleck, den ich dann so bearbeiten muss, dass der rauskommt. Da ist ein Fleck drauf, den Fleck sprühe ich ein und den Fleck reibe ich so ab, weil der Dreck bei meinen Materialien erst gar nicht die Chance hat, sich so hartnäckig da festzusetzen, dass es zu Problemen kommt. Wenn ich jetzt hergehe und diese Schutzschicht, die hier entstanden ist, durch die Sitzbankpflege, durch den UV-Schutz, reinigt und pflegt alle Motorrad-Sitzbänke, Kunststoff, Leder, entfernt schnell und effektiv Staub und festsitzenden Schmutz, schützt das Material vor Ausbleichen sowie Versprödung und frischt die Farbe auf. Die Sitzbank wird geschmeidig und bleibt dabei rutschfest. Ja? Ein Mittel speziell hierfür gedacht. Warum soll ich da jetzt? Schaut mal, das ist jetzt matt. Aber merkt ihr das? So, und jetzt gibt es Leute, die nehmen sowas für eine Sitzbank. Freunde, das sprühe ich hier auf. Ich nehme einen Lappen und wische dieses Ballistol weg
Seht ihr den Unterschied? Ja? Boah, das... Boah, hör mal auf, hey du. Boah, ich hasse dieses Zeug. Das stinkt. Das ist unglaublich. Ja gut, okay, das ist... Der eine sagt so, der andere sagt so. Ballistol. Was steht da drauf? Haushalt, Garten, Lederpflege. Lederpflege, liebe Freunde, Lederpflege. Ja. Fahrzeugpflege, Industrie und Handwerk, Fahrradpflege, Pflegemittel für Tiere, Waffenpflege, bitte beachten. Ja. So, schaut euch Gutzis Video an, was aus dem Vinyl passiert, das mit Ballistol, das in Ballistol 24 Stunden, 28 Stunden, ich weiß nicht was, sagen wir 2 Tage drin war. So, jetzt habe ich meine Sitzbank mit Ballistol eingeschmiert. Hoppa! Da sitze ich drauf, da bremse ich und komme vorne am Lenker wieder zum Stehen. Ja? Das Ding ist speckig, das Ding ist mit irgendwelchem Öl vollgesaut und was weiß ich was alles. So, jetzt nehme ich meine Sitzbankpflege, damit ich den Scheiß auch wieder runterkriege. Und reibe das hier ab. Boah, es tut mir leid, ich muss das immer wieder sagen. Ich hasse diesen Gestank von Ballistol. Das Zeug ist so widerlich. Oder ich habe das falsche Ballistol. Gibt es vielleicht was Neueres? Ja. Das muss ich jetzt natürlich egalisieren. Das heißt entfernen. So. Das merke ich jetzt schon beim Tuch, dass das wieder rutschfrei ist. Man möge sich erinnern, ich habe diese Sitzbank auch mal mit Lederpflege behandelt. Ja, liebe Leute, warum soll ich denn auf Kunstleder nicht auch Lederpflege drauf schmieren? Ich habe noch nie gehört, dass Lederpflege Vinyl schadet. Ich habe aber schon zigtausend Beiträge gelesen oder Hinweise erfahren und auch bewiesene Tests, wie jetzt beim Gutzi-Schrauber gesehen, WD-40 macht das schon, Ballistol macht das. Komischerweise Bremsflüssigkeit macht diesen Vinylsitzbänken oder was immer das jetzt hier für ein Material ist, nichts aus. Ja, ich glaube, man wird jetzt dann umschwenken und wird sich Bremsflüssigkeit auf die Sitzbank schmieren, weil das ja besser schützt und das Material weich hält. Ja? Also... Logischerweise kann ich auf die Sitzbank hier die nächsten 5 bis 10 Jahre 5-mal im Jahr, also das ganze 25 bis 30 Mal in dem Motorradleben, was die Maschine vielleicht noch hat, einsprühen mit Ballistol oder mit WD-40 oder Flecken wegmachen und so weiter und so fort. Das wird der Sitzbank in unserem Falle nichts schaden. Ja? Also bin ich auch der Meinung, dass das sich nicht auswirkt auf dieses Motor, auf ein Motorradleben, ob ich WD-40 oder eine geeignete Pflege nehme. Ja. Ich sträube mich aber, etwas anzuwenden, wovon ich weiß, dass es schädlich ist. Und sei es erst in 288 Jahren. Die Lackpflege. Ihr wollt das Motorrad einwindern. Lackpflege. Das ist Number One. Acrylversiegelung. Ihr könnt aber genauso gut auch zu Tante Luise fahren und euch sowas hier holen. Schütteln ist fast nichts mehr drin. Aufsprühen, je nach Sprühkopf verteilt sich das Zeug weiß Gott wohin. Wieder ein sauberes Mikrofasertuch nehmen. Leicht einreiben, leicht abreiben, nicht mit Gewalt rangehen. Ja. Wir tun hier versiegeln, nicht polieren. Wenn ihr polieren wollt, braucht ihr eine Fahrzeugpolitur und danach eine Versiegelung. Ja. Polieren ist nicht versiegeln, liebe YouTube-Gemeinde, nicht im Fachjargon. Ja, und wenn das Ding dann einigermaßen eingezogen ist, einfach abstauben. So.
und je nach Tank und je nach Beschaffenheit des Lacks kommt das Ding raus wie neu. Oder wie in diesem Falle merkt man so gut wie keinen Unterschied. Weil warum auch? Ich mache das jedes Mal. Jedes Mal bekommt der Lack, der Chrom, das Aluminium, sofern es poliertes Aluminium ist, an dem Motorrad nicht. Bei meiner 850er Suzuki GS 850, der Black Lady, hatte ich hochglanzpolierte Aluminiumteile. Die musste ich mit Alupolitur behandeln. Was heißt? Alu Magic. Auch selbst gekauft. Ich bekomme kein Geld, dass ich das Produkt zeige. Ich bin von dem Produkt aber überzeugt. Und das macht ihr beim ganzen Motorrad. Lackpolitur zum Reinigen, eine Lackversiegelung zum Versiegeln. Eine Chrompolitur, die meistens ja schon Versiegelung ist. Dann geht ihr über die Chromteile drüber. Ihr poliert und versiegelt euer Motorrad so, wie ihr es gerne haben wollt. Und wie der Zustand erhalten werden soll. Nicht umsonst ist an der Maschine der ganze Chrom noch so wie am ersten Tag. Und das passiert nicht, weil ich irgendwelche Pseudomittel verwendet habe. Das passiert auch nicht, weil der Vorbesitzer irgendwelche Pseudomittel angewandt hat, sondern der Vorbesitzer, der liebe Mario, der Gute, hat auch immer eine Politur genommen und hat diese Deckel, wo jetzt noch vom S100 Polierwachs drauf ist. Und ihr seht schon, ich brauche nicht rubbeln oder sonstiges. Der Staub, der da drauf ist, der Dreck, der da drauf ist, obwohl er eingebrannt ist, brauche ich nur abwischen. Kratzfrei. Und warum ist das so? Weil dieses Material geschützt ist. Von vornherein eine Schutzschicht vorhanden ist. Und nur, ausschließlich nur, wenn ich etwas pflege und schütze, ist auch gepflegt und geschützt. Wenn ich mit irgendwelchen Mitteln, mit barrierer Gewalt rangehen muss, um Schmutz, normaler Schmutz wegzubekommen, habe ich im Vorfeld viel falsch gemacht. Fertig, aus. Amen. Ich selbst besitze meine Haro Lederkombi seit 40 Jahren. In den Anfangsjahren, sagen wir mal die ersten 10, 15 Jahre, war das Ding täglich 365 Tage im Einsatz. Und die fahre ich heute noch und die sieht heute noch gut aus und ich brauche immer noch keine Schuhcreme, um irgendwie die schwarze Farbe wieder rauszubekommen. Warum ist das so? Weil ich das Ding von Anfang an erstens geliebt habe und zweitens gepflegt und geschützt habe. Fertig, Fall erledigt. Wer sein rotes Fahrzeug nicht mindestens einmal im Jahr ordentlich poliert und versiegelt, wird irgendwann einen total stumpfen roten Lack haben. Die YouTube-Gemeinde weiß das. Warum ist das so? Weil ganz einfach auf die Pflege geschissen wurde. So, und so verhält es sich mit dem Motorrad genauso. Je mehr ich mein Motorrad pflege, umso länger bleibt es so, umso länger sieht es schön aus. Ja? Wer sich von vornherein eine Ranzkiste, so wie ich mit meiner Kajiva gekauft hat, ja, der kann das erhalten bis zu einem gewissen Grad, aber die Schädigung ist schon da und die Schädigung schreitet weiter. Warum soll ich mir dann irgendwelche Mittel aufs Motorrad schmieren, die genau das Gegenteil erreichen? So, Punktum, Faktum, aus die Maus. Ich schmiere mir kein Kettenfett auf die Umlenkung vom Vergaser. Das Kettenfett ist dazu da, um eine Kette zu schmieren. Für die Umlenkung vom Vergaser kann man Fett nehmen, was dafür gedacht ist, oder ein Sprühöl oder sonstiges. Meine Baudenzüge werde ich tunlichst nicht mit einem entfettenden Mittel bearbeiten, was WD-40 und Ballistol ja nun mal ist. Ja? Na, Ballistol nicht, aber sagt's doch. WD-40, Caramba und so weiter und so fort. Da nehme ich entweder Teflon-Spray. Ich habe jetzt halt mal gerade das von dem berühmt-berüchtigten Werkstättenausrüster. Es gibt es bei Lewis aber genauso. Baudenzugöl. Ja, Baudenzug gibt es als Set sogar mit dem komischen Baudenzugöler. Ja.
Das ist dafür produziert worden. Da kann man sicher sein, wenn ich meine Züge mitschmiere, die überleben das. Mit WD-40 überlebt das ein Teflon, ein Baudenzug mit Teflon-Innenseele, wie meine Züge nun mal halt sind. Und an der Kajiva habe ich ja extra so gekauft, damit ich Ruhe habe und das nicht permanent nachjauchen muss, weil die Dinger schwer gehen. Ja? Warum gehen die Dinger schwer? Weil sie nicht gepflegt und geschützt wurden. Faktum. Irgendwann verrecken sie natürlich, aber wann habe ich meine Kajiva mit neuen Zügen ausgerüstet? Ich glaube, kurz nachdem ich sie gekauft habe. 5 Jahre, 6 Jahre. Egal. Was ich damit sagen will, Einwintern eines Motorrades, das kann so schnell gehen. Das kann aber, so wie in diesem Falle, schon 3 Stunden so gehen. Ja, weil seit 3 Stunden nehme ich dieses Video auf. Und was ist passiert? Ich habe noch nicht mal angefangen damit. Ja? Ich hätte jetzt natürlich sagen können, okay, die Scheibe ist fertig, die Spiegel sind einigermaßen. Ich hätte jetzt natürlich sagen können, ich zeige euch, wie ich das mache. Aber wenn ich was zeige und dann erklären soll, dann weiß ich am Schluss nicht mehr, was habe ich überhaupt am Motorrad gemacht. Ich muss das an einem Stück durchziehen. Ich wollte euch ganz einfach jetzt mal in diesem ewig langen Video sagen, auf was es letztendlich für mich drauf ankommt. Dass man falsche Dinge tun kann, den Verweis zu Guzzi Schrauber und seinem Laborversuch, was diverse Mittel ausmachen, an einer Sitzbank als Beispiel, habe ich gezeigt. Ich habe euch gezeigt, warum Fliegen scheiße, die bei mir auf dem Motorrad monatelang drauf ist, was hier garantiert der Fall war, mich eigentlich gar nicht juckt, weil meine Sachen gepflegt und geschützt sind. Ja? Und warum ich eine Aversion gegen diese Pseudo-Geschichten habe, die 10 Leute mal so dahin salopp dahin gebracht haben. Und was bei denen funktioniert, was aber, weiß Gott, nicht bei jedem Motorrad funktionieren würde. Ja? Die MRA-Scheibe mache ich mit dem Schwamm, so wie es gezeigt wurde, nur ein einziges Mal und dann kann ich da nicht mehr durchschauen, weil ich lauter Kratzer drin habe. Ja? Wo ist die Schutzwirkung, liebe Gemeindemitglieder, die oder Leute, die jetzt dieses Video sehen? Wo ist die Schutzwirkung, wenn ich da mit rabiaten Mitteln rangehen muss? Ja? Schützt euer Zeug von Anfang an, haut da an Wachs drauf, was wirklich gut ist, und dieses Polierwachs ist gut. Das hat nicht die Schutzwirkung, die eine Lackversiegelung hat zum Beispiel. Oder eine spezielle Scheibenversiegelung, die es ja gibt, Ombrello zum Beispiel. Ja? Schweineteuer, aber ist das Zeug einmal auf der Windschutzscheibe beim Auto, beim Visier vom Motorrad, außen natürlich, nicht innen, die Pinlockscheibe tunlichst unterlassen. Spiegel, Scheiben, Frontscheiben von Motorrädern an verdeckter Stelle ausprobieren, ob es geht. Es gibt Scheiben, da funktioniert es nicht. Dann ist das Ding so dermaßen versiegelt, dass man da auch mal mit etwas rabiater Gewalt ran kann. Aber warum? Warum soll ich mit einem Schwamm und Wasser auf der Scheibe rumrubbeln, wenn ich das mit dem Polierwachs und mit dem Zeigefinger bei so drüber wischen wegbekomme? Ja, also alles eine Frage der Ansichtssache. Wenn ich als Diplomfachwirt für Fahrzeugaufbereitung und Restauration sage, wenn ich etwas pflege und wenn ich etwas schütze, brauche ich keine Chemie, dann ist das so. Ich brauche die passenden Pflegemittel, ich brauche die passenden Reinigungsmittel, wenn ich was habe, was nicht geschützt war, ja, wie bei euren ganzen Sitzbänken, bei euren Lackteilen, bei euren Windschutzscheiben, Frontscheiben, Windscheiben, Windabweiser, nennt es wie ihr wollt, an euren Chromteilen und so weiter und so fort. Wenn ihr da mit Chemie, mit der Chemiekeule ran müsst, dann müsst ihr das halt. Dann habt ihr im Vorfeld was falsch gemacht. Und wenn ich mit meinem Motorrad in der Wüste Gobi unterwegs bin und ich komme in einen Schwarm, was weiß ich, fliegender Heuschrecken oder, es ist ja vollkommen wurscht, es mag ja Motorradfahrer geben, die 6.000, 7.000, 8.000 Kilometer mit ihrem Motorrad in der tiefsten Wüste oder was weiß ich wo rumheizen. Über eine Saison, das heißt, die fahren in Urlaub mit dem Ding für so und so viel 1.000 Kilometer. Ja. Sehe ich keine Bewandtnis da drin, Punkt 1, die Chemiekeule
die falsche Chemiekeule auszupacken. Es geht nicht ohne Chemie. Auch dieses Wachs, diese Sitzbankpflege, dieses Polierwachs, das Ballistol, das ist alles Chemie. Ja? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber mit der falschen Chemie, ja, habe ich Fliegenscheiße drauf, die seit 4 Wochen in der prallen Sonne eingebrannt werden bei 50 Grad oder sonst noch irgendwie was, wird mir mein Polierwachs auch nicht arg viel weiterhelfen. Ja? Da muss ich halt runterspülen. Da nehme ich halt einen Insektenentferner, der organische Stoffe auflöst. Sprühe das Ding ein, wasche das ab und nehme dann eine Politur oder sonstiges, die den Schmutz etwas einkapselt und reibe da sanft drüber. Aber ich werde keinen Schwamm nehmen und einen Eimer Wasser, diesen Schwamm ins Wasser eintauchen und dann die versiffte Scheibe sauber machen und sagen, hip, hurra, die ist sauber. Ja? Weil der Dreck, der in der Umgebung ist, haftet ja an der Fliegenscheiße, die da auf dem, also die Fliege in Form eines Brummbrummkäfers zerschellt an der Scheibe. Wir Motorradfahrer fahren in einem absoluten Vakuum und staubfrei unter sterilsten Bedingungen. Das ist Blödsinn. In unserer Luft ist so viel Dreck vorhanden. Wenn man das unter dem Mikroskop anschaut, ist das wie Felsbrocken. Ja? Und dann gehen die Leute her und nehmen Wasser, einen Schwamm und gehen über die Scheibe drüber und rubbeln die mit dem Ding ab. Und wenn mir irgendjemand erklärt, er hat einen Schwamm erfunden, der genau weiß, da ist ein Schmutzpartikel, der darf jetzt nicht hier draußen auf der Reibfläche, sondern es muss in dem Loch verschwinden. Wenn das einer erfunden hat, dann hat er es halt erfunden. Das gibt es nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja? Und dieser Dreck wird dann auf der Scheibe schön hin und her geschmiert. Es ist nachher sauber. Logischerweise, klar. Das erreiche ich auch mit einem Mikrofasertuch, dass das sauber wird. Das erreiche ich mit einem normalen weißen Fetzen, dass das sauber wird. Nur habe ich halt Kratzer drin, das ist Gott erbarmt. Und irgendwann ist die Scheibe so verkratzt, dann kann man nicht mehr durchschauen. Und je nach Scheibe kann das beim ersten Mal schon sein. Ja? Darauf will ich hinaus. Wenn was angepriesen wird, testen Sie bitte an einer versteckten Stelle die Tauglichkeit dieses Produktes. In Amerika würden Sie solche Präsentationen nur einmal zeigen und dann würde er sich Versammelklagen überhaupt nicht mehr retten können. Bei Suzuki und bei Kajiwa und bei den MRA-Scheiben funktioniert es eben nicht, die zerkratzen. Hä? Ob da viel Wasser, wenig Wasser, Schmutz oder gar keinen Schmutz, ich nehme den Schwamm, tauche den in Wasser und gehe über eine neue neue Suzuki V-Strom 1000 Frontscheibe drüber und habe Kratzer drin. So, ihr seid dran. Ja, ihr Lieben, wie ich es gerade vorhin ja schon sagte, es ist jetzt 16 Uhr und 10 Minuten. Was habe ich für meine Person zustande gebracht? Der Tank ist mal so grob geschützt, die Windschutzscheibe ist sauber und die Außenflächen der Spiegel sind sauber und das war's. Ich hatte eigentlich heute vor, das Motorrad winterfest zu machen. Kann ich knicken. Punkt 1, ich habe keine Lust. Es ist Sonntag heute. Mich hat die Lust verlassen. Aber ich glaube, ich konnte euch in etwa vermitteln, wo die Fehler liegen, die man machen kann und wo die Vorteile liegen. Ein Motorrad winterfest zu machen, hängt von vielen Faktoren ab. Der erste Faktor ist, was habe ich das Jahr über mit dem Motorrad angestellt und wie ist der Allgemeinzustand von meiner Maschine. Ja, ich kann es jedem nur empfehlen. Verwendet die Mittel, die dafür gedacht sind. Verwendet die Mittel regelmäßig. Vor allen Dingen für die Leute, die sich jetzt ein neues Motorrad kaufen, sollte es relativ wichtig sein, das auch richtig zu machen. Diejenigen, die sich ein neues Motorrad kaufen, werden das in den nächsten 2-3 Jahren, wenn sie überhaupt das Motorrad so lange fahren, feststellen. Was es noch gibt, selbstverständlich Scharniere schmieren und so weiter und so fort. Liebe YouTube-Gemeinde, das Video ist ewig lange. Ich werde Tage damit verbringen müssen, das Ding einigermaßen zurechtzuschneiden. Wir werden es sehen. Es ist jetzt 16.30 Uhr, 16.25 Uhr. Ich bin 3,5 Stunden hier und habe produktiv gleich 0
geschafft, außer die Batterie ausgebaut und ans Ladegerät gehängt. Ich werde es noch eine Stunde putzen und damit ist der Fall erledigt. Sollte euch das Video gefallen sein, würde ich mich über Support freuen. Einmal Daumen hoch. Ich weiß nicht, was ich online stelle, wie ich es online stelle. Ihr werdet sehen. Und herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Ein Einwinterungsvideo ist es nicht geworden, weil es geht einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich kann das nicht. Rein gefühlstechnisch kommt bei mir nur Gelaber raus, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. Es gibt halt Sachen, die liegen mir zu zeigen und es gibt Sachen, die liegen mir nicht, weil mir ganz einfach die Hutkrempe hochgeht, wenn ich dran denke, wie andere Leute das machen und was die verwenden und dann schweife ich ab und sei es drum, ich werde jetzt die Viagra putzen. Machen wir einen Timelapse draus. Ich stelle die Kamera nach hinten, nehme das auf, mache einen Timelapse drauf und dann soll es das gewesen sein. Liebe YouTube-Gemeinde, bleibt mir gewogen. Für euch. Baba.